Immer wenn wieder Silvester vor der Tür steht, frage ich mich, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Jetzt ist wieder ein Jahr rum, was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht? Dann produziere ich für euch die Jahreswochenschau und dann fällt mir einiges wieder ein. Und gefeiert haben wir auch wieder ordentlich. Und nein, es gibt nicht nur den Stoppelmarktsmontag, es gibt noch mehrere Gelegenheiten, um im Landkreis Vechta zu feiern. Das Thema Sport durfte natürlich im Jahr 2017 bei der OV auch nicht fehlen. Teilweise habe ich mich sogar selbst versucht. Ja, okay, das sah jetzt nicht so galant aus, aber der Wille war da. Seit März 2017 gibt es von uns für euch Karrierestart TV. Dort stellen wir euch verschiedene Ausbildungsberufe in kurzen Videos vor. Mittlerweile findet ihr dort über 30 verschiedene Firmenprofile und über 40 verschiedene Ausbildungsberufe. Und je nachdem gehe ich dann später zum Meister. Der gibt mir dann die Aufgaben, wie zum Beispiel jetzt die Reifenmaschine, Reifen ausfruchten. Ich war auch am Anfang sehr schüchtern und hier merkt man schon, auf dem Bau kriegt man dann schon ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Also das finde ich auch schon, das lernt man auch hier. Nicht nur das Handwerk, sondern auch vom Menschlichen her. Also ich finde, als Frau kann man sich auch ordentlich durchsetzen und die Jungs helfen einem ja auch. Also meine Freunde machen gern Scherze drüber und ich bin ehrlich, hatte vorher auch so ein bisschen das Schubladendenken, wie sieht's aus? Aber es ist ganz anders, es ist wirklich, hier ist keiner stocksteif, sage ich. Hier sind alle super freundlich. Es ist viel Arbeit. Es ist einem nie langweilig.
Knast war ich auch noch. Dort bringt mich auch nur Ludger Frese rein. Niemand sonst. Nur Ludger Frese. Zu meinem Arbeitsalltag gehört die Haftraumkontrollen täglich, damit ich sicher gehen kann, dass hier keine verbotenen Gegenstände sind bei den Gefangenen. Dann natürlich das Begleiten der Gefangenen zu Besuchen, zu Anwaltsbesuchen, auch selbst die Durchsuchung vor diesen Besuchen, aber auch die Ausführung zu Gerichten und damit verbundene Fesselung. Wir haben immer ein ausgeglichenes Verhältnis von Nähe und Distanz hier. Nicht zu viel Nähe, aber auch nicht zu viel Distanz. Natürlich gab es noch viele, viele Highlights mehr im Jahr 2017. Alleine die ganzen Hofblicke, wo ich dort überall gewesen bin, das glaubt mir zu Hause keiner. Und der Video-Adventskalender, bei dem ihr jeden Tag etwas gewinnen konntet, das war ja auch immer wieder spannend zu sehen für uns, wie viele Leute mitmachen und wie viele glückliche Gewinner dann zu uns in die UV kamen, um dann den jeweiligen Gewinn oder den jeweiligen Gutschein abzuholen. Das hat auch sehr Spaß gemacht. Die Promenade bekommt übrigens ihren eigenen Jahresrückblick. Den seht ihr dann an Silvester. Ich wünsche euch im Namen der UV einen guten Rutsch, kommt heile und gesund rüber ins Jahr 2018 und dort sehen wir uns dann hoffentlich glücklich und munter wieder.